Und genau, weil es zwei Teile werden, habe ich mir überlegt, ich nehme noch ein paar mehr Düfte mit rein, die ich mag, weil die einfach auch erwähnenswert sind. Und ja, wenn wir immer dabei sind, ne? Und zwar von Gaultier. Wisst ihr, dass ganz viele Leute Gaultier sagen? Das ist so witzig. Ja. Gaultier Madame, den habe ich mal von meinem Freund geschenkt bekommen. Der ist auch schon sehr gut leer. Na, der ist auch eher so, naja, der geht eher so in die elegante Richtung, auf jeden Fall. Blumig, elegant, würde ich den Duft, zu dem Duft sagen. Vielleicht auch leicht frech. Also, der hat schon so ein bisschen was Keckes, der Duft. Also, der sagt schon was aus. Ich mag ihn nicht mehr so sehr, weil ich finde, er passt nicht zu mir. Ich rieche das irgendwie sofort, wenn ein Duft nicht zu mir passt. Aber mein Schatzi war der Meinung, der passt zu mir, okay. Also auf jeden Fall ein schöner Duft, aber das ist so ein Duft, den kriege ich zu schnell satt und daran merke ich, okay, ist nicht deiner. Die Düfte, die ich euch jetzt gezeigt habe, habe ich mir schon so oft nachgeholt. Bei dem ist es wirklich so, den habe ich einmal geschenkt bekommen von Hasi und dann habe ich mir den auch nicht nochmal gekauft. Werde ich auch bestimmt nicht. So, dann von, wer hat denn den Duft gemacht? Warum schreibt man nicht drauf, dass man den Duft gemacht hat? Der heißt Pink Princess. Und der ist auch schon leer und den habe ich mal von meiner Mama geschenkt bekommen. Und der ist auch absolut blumig und der hat auch so ein bisschen was Fruchtiges, so was ein bisschen Erdbeeriges. Und das Witzige ist, wenn man länger dran riecht, also hier ist auf jeden Fall Pfeffer mit drin. Hier ist auf jeden Fall schwarzer Pfeffer mit drin. Das riecht man. Also der hat auch so ein bisschen was Pfeffriges und das gefällt mir. Das ist so, sind so verschiedene Duftnoten zusammen geschmissen, sage ich mal. Und das ist, weiß nicht, da hat sich jemand was getraut. Und dieser Duft passt zu mir. Also das ist absolut, ich werde mir den, wenn es geht, irgendwie nachkaufen. Das Problem ist bloß, den hat meine Mama bei uns in der Stadt in einer Privatparfümerie gekauft. Und die haben den nicht mehr. Und die steht auch nicht drauf, wer den gemacht hat. Der hat so um die 39 Euro oder so gekostet. Also ist jetzt auch kein günstiger Duft. Der ist absolut toll und der passt super zu mir, finde ich. Also toller Duft. Dann, dazu muss ich euch was erzählen. Und zwar, meine Mama nimmt seit Jahren den Duft Coco Chanel. Also Coco Mademoiselle von Chanel. Und ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Und jetzt kommt's. Wenn ich den Duft drauf habe, fühle ich mich so unwohl. Der riecht an mir original wie bei meiner Mama. Weil wie ein Duft bei einem Menschen riecht, kommt darauf an, wie die Haut beschaffen ist, was man für Poren hat, was man isst, was man trinkt, ob man raucht, all die Sachen. Und er riecht wirklich bei mir genauso wie bei meiner Mama. Das Problem ist nur, er passt absolut nicht zu mir. Warum? Ich will auch eine Coco Mademoiselle sein. Und er passt absolut nicht zu mir, der Duft. Er ist toll, aber für mich ist er absolut untragbar. Leider. Da habe ich mir gedacht, wenn ich keine Coco Mademoiselle bin, dann bin ich vielleicht laut Yves Saint Laurent eine Parisienne. Und da habe ich mir den Parisienne von Yves Saint Laurent gekauft. Und das Witzige war, ich war schon mal bei einer Schulung von Yves Saint Laurent. Und da wurde mir nur gesagt, die Schulungsleiterin hat gesagt, sie sind eine absolute Parisienne. Und da habe ich mich so gefreut, weil Parisienne drückt, man muss nicht in Paris leben oder was weiß ich, in irgendeiner eleganten und romantischen Stadt leben, um eine Parisienne zu sein. Eine Parisienne ist ein Lebensgefühl. Eine Parisienne weiß, was sie will, zeigt es aber nicht so, sondern ist so eher, naja, so ein bisschen süß, verspielt und genauso ist der Duft. Der, wenn ihr den am Anfang riecht, riecht der absolut fruchtig und ja, und absolut verspielt eben, ne? Und wenn ihr den aber drauf habt, wirkt, also die Werbung, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt mit Kate Moss, wo sie sich da in diesem riesengroßen Rosenaal, genauso wird er dann. Also er ist wirklich verrucht und es ist halt
für die Frau, die weiß, was sie will, aber das eben nicht sofort jedem auf die Nase bindet. Und ja, die so ein bisschen was in der Hinterhand hat. Wisst ihr so, wie ich das meine? Wenn ihr den Duft riecht, versteht ihr mich vielleicht. Das ist absolut toll. Und die Kate Moss hat in der Werbung ein Lederkleid an. Und genau aus diesem Leder ist dieses Schild von Yves Saint Laurent gemacht worden. Also das ist für mich wieder ein Duft mit Geschichte. Und ich denke auch, dass ich mir den Duft immer wieder kaufen werde. Er ist toll. Er ist wirklich toll. Am Anfang, wo ich ihn gerochen habe, weil ich mag nicht so fruchtig süße Düfte. Am Anfang, wie Escada, dachte ich, oh Gott, der geht sehr in die Richtung. Er wird auf der Haut absolut anders. Ich würde sogar sagen, dass er pudrig wird. Er wird leicht pudrig. Ich liebe ihn. Ich bin eine Parisienne. Nein, Quatsch. Dann ein Duft. What's the time? Okay, wir haben noch etwas. Dieser Herr, John Galliano. Ich lese mir gerne über Düfte Kritiken im Internet durch. Bei zu diesem Duft, das ist der erste Duft von John Galliano. Da wurde geschrieben, die schlechteste Kritik war, es ist ein Duft, der sagt, nimm mich. Wenn es so ein Duft ist, dann sagt er absolut verführerisch, nimm mich. Es ist ein... Ich schwöre es euch, Leute, ich schwöre es jetzt hier, so war ich hier sitze, es wird nie wieder einen Duft geben, nie wieder, der so erotisch und so verführerisch und so sexy ist wie dieser Duft. Cristiano Ronaldo, yeah! Ich denke schon wieder an den Typen. John Galliano ist der Chefdesigner von Dior. Die Parfümflasche hat er entworfen, er hat Wildstoffe um eine... Puppe geschmissen und da ist das bei rausgekommen, deshalb dieser Flakon, der zum Sprühen dieser Druckknopf ist mit seinen Initialien. Leute, der ist, wenn ihr den, ihr versprecht mir alle, die das Video jetzt sehen und die, wo sie sagen, die Flasche ist wahnsinnig geil, das ist nämlich das, was ich gedacht habe. Ich habe nur wegen der Flasche, habe ich mir schon gedacht, den Duft musst du riechen. Wenn ihr euch den aufsprühen lasst, und ihr ihn riecht, sagt nicht sofort, ach du Scheiße. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe ihn drauf gesprüht und ich habe gedacht, was ist denn das? Lass den Duft eine halbe Stunde einwirken. Das ist wirklich ein Duft, der ist absolut, absolut zum Weggehen. Fürs dritte bis vierte Date, ihr wisst, was ich meine, also zum ersten Date, Das ist der Duft fürs erste Date. Und dann, wenn ihr den Kerl so ein bisschen um den Finger gewickelt habt, kommt der. Das ist ein Duft, worauf ihr angesprochen werdet. Ihr müsst ihn allerdings wirklich eine halbe Stunde einziehen lassen. Das ist der pudrigste Duft, den ich kenne. Lest euch Kritiken von dem im Internet durch. Die meisten Kritiken sind positiv, außer hier von der Frau, die halt geschrieben hat, der Duft sagt für mich sofort, nimm mich. Und das ist für mich billig und hast du nicht gesehen. Ich finde, er sagt, wenn er nimm mich sagt, dann macht er das auf eine absolut charmante Weise. Das ist der tollste und spannendste Duft, den es gibt. Ich finde, ganz viele Düfte haben so eine Ähnlichkeit und das ist bei dem überhaupt nicht so. Wenn ihr den Duft habt, wirklich, und ihr werdet in der Diskothek, wo ihr seid, keine zweite Frau haben, die diesen Duft trägt, weil das ist wirklich was für die besondere Frau. Mädels, ihr wisst Bescheid. Riecht den, tut mir den Gefallen. Und wenn ihr den eine wirklich drauf habt, denkt nicht gleich, ach du Scheiße, wartet ab, der entwickelt sich so, so schön. Für die Frauen, die es putrig lieben, ihr werdet nach dem Duft schreien. Und wenn er jetzt wegen irgendwelchen schlechten Kritiken rausgenommen wird, raste ich aus. Da kaufe ich mir 10.000 davon. Ich habe den nämlich schon leer gemacht. Und er hält euch mindestens 1,5 bis 2 Jahre, weil ihr davon maximal 1 bis 2 Spritzer braucht. Oh, Scheiße. Scheiße. Ich zeige euch noch schnell meinen Lieblingsduft. Und zwar ist das, der Deckel ist weg. Weil ich den mal mit in der Diskothek genommen habe und den Deckel irgendwie in meiner Tasche, keine Ahnung. Juicy Couture, Viva la Juicy. Ein absolut fruchtiger Duft. Ich sag, fruchtiger Duft. Naja, doch, fruchtig-cremig. Ich finde, ich sag dazu immer, es ist ein Prinzessin-Duft. Ich liebe ihn. Er ist wunderschön. Lasst ihn euch aufsprühen. Es ist wirklich ein Prinzessin-Duft.
Er ist absolut glamourös und luxuriös, total schön, cremig, leicht süßig, vanillig, aber auf keinen Fall aufdringlich. Super schön und super charmant. So, meine Hasen, das war's. Vielen Dank nochmal für alles. Ich sag's in jedem Video, ich schwör's euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ciao, Hasen!